Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich diese Season noch nicht ein einziges Turnier gespielt habe. Ich dachte, das ist jetzt doch mal ein ganz guter Zeitpunkt, beim 19 Uhr Turnier mitzumachen, dem 3 gegen 3 Turnier. Meine Form ist ja auch aktuell einigermaßen okay für meine Verhältnisse. Bin einfach mal nur gespannt, was das so wird von meiner Performance. Ne, also mal schauen, was wird. Was wird. Aber ich sag mal eine Ansage. Halbfinale. Ich werde jetzt in diesem Video direkt im ersten Versuch das Halbfinale erreichen. Ein Team informiert vor einigen Seasons 3 Champion-Turniere gewonnen. Wenn du das schaffst, wird halt der Banner grün, beziehungsweise der verändert die Farbe. Habe ich auch aus Season 4 oder was mit verschiedenen Farben. Er ist ready, hat im Chat was gemacht, aber er macht nicht Go. Ach so, auch noch eine Sache. Rocket League hat eine Partnerschaft mit Avatar, also der Cartoon-Serie, aka der Live-Action-Serie von Netflix. Mach doch mal Go! Ey, mein Team nervt mich jetzt schon. Also, wer sich dafür interessiert, gucke ich mir gleich mal an. Das ist, glaube ich, im Shop mitgenommen. Fragwürdiger Touch vom Champion-Turniersieger. Ja, der auch. Gegner wirken aber jetzt in den ersten 30 Sekunden schon mal nicht geisteskrank. Ich würde sogar sagen, die wirken schlagbar, wollte ich jetzt sagen. Ja, gut. Das Ding ist, wenn wir das verlieren, gibt es nochmal eine zweite Chance, was ich auch annehmen würde. Aber die Gegner sind auf jeden Fall auch im Discord zusammen, weil die haben ein bisschen Absprache. Gut, 1-1. Na, Gegner sind schlagbar. Die wollen zu viel. Was? Schade. Pass kam nämlich sogar an. Nice. Er ist eigentlich nett. Er hat so ein paar Trollo-Aktionen gemacht, aber er ist eigentlich nett. Nice. Oh, lol. 3-1. War das ein Fehler von den Gegnern? Ich würde sagen, nein. Also, die wenigsten bleiben bei 3 gegen 3 halt hinten stehen beim Kickoff. Oh. Oh, close. Let's go. Ich denke mal übrigens, es ist ein Diamond-Turnier. Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist Diamond. Nice, Outplay 2. Noch dann. Oh, let's go. Nice, 4-1. Und die Gegner natürlich auch, nur ein einziger hinten. Was ist da los? Gegner ein bisschen durcheinander, aber ist mir egal. Halbfinale, habe ich gesagt. Habe ich auch schon gesagt, dass ihr ein Abo da lassen könnt, wenn ihr neu seid? Habe ich auch schon gesagt, dass ich einen Creator-Code habe, Bade YT? Aber nein, ich habe einen Creator-Code. Und ihr könnt ein Abo da lassen. Ich kann nicht gehen, ich muss. Dark, das ist dein Ball. Dark, das ist deiner. Dark, Queen, Dark, das ist dein Ball. Ist immer noch dein Ball, ist immer noch dein Ball. Immer noch. Dann hab ich mal weg. Nice. Nee, du kannst während Tore sind nicht für Aufgeben stimmen. Er schreibt auch schon GG, I guess. Nee, Dark ist es noch nicht. GG. So. Jetzt würde ich mir denken, GG, ich würde es nicht schreiben, aber ich denke mir zumindest jetzt, GG. Wäre lustig, wenn wir das ganze Turnier jetzt gewinnen, ne? Es ist ein Champion-Turnier? Hä? Warum ist das ein Champion-Turnier? Ich habe letzte Season nicht viele Turniere gespielt. Ich war nicht hoch vom Rang. Warum bin ich im Champion-Turnier? Ich meine, das ist gut. Die Belohnung ist dann besser. Ich kriege mehr Turnierpunkte. Aber das macht halt, dass das Halbfinale nicht mehr free ist. Weil im Diamond-Turnier, ich gesagt, gut, Halbfinale kriegst du als vernünftiger Diamond-Spieler. Aber jetzt im Champions-Turnier. Oh, okay. Die Twilight-Mütze wird angezogen. Nice. Aber ich habe auch wirklich, muss ich sagen, fähige Teammates gekriegt. Die wirken kompetent. Die lesen das Spiel ansatzweise gut. Aber ich finde es trotzdem krass, im Champions-Turnier zu sein. Gibt viel mehr Punkte, super. Das macht auch, dass es leichter wird, diese Season vielleicht mal ins Grand-Champ-Turnier reinzukommen, wenn ich mal suchten würde. Problem ist, Turniere suchten ist halt zeitlich immer schwer, weil die zu einer doofen Uhrzeit sind, meiner Meinung nach. Aber wir führen einfach jetzt schon nach 17 Sekunden 2-0. Der macht nice one. Psychologisch gut. Wenn wir das gewinnen, sollten irgendwie, brauchen wir noch einen einzigen Sieg und dann schon Halbfinale. 3 gegen 3 fehlt mit extrem die Routine für gute Rotation. Habe ich ja 1000 Jahre, beziehungsweise ich habe es gefühlt noch nie richtig gespielt. Aber mein Challenge ist einfach nicht perfekt. Ich versuche es ansatzweise gut genug zu machen, zumindest defensiv. Aber ich werde oft zu langsam sein, falsch stehen, mal overcommitten, mal diesen Ball schlecht hitten.
Ach, schade. Ich dachte, ist nochmal da. Aber bis jetzt die Gegner andersweise ungefährlich. Ah, da hätte jetzt vorne sein müssen. Ich würde sagen, dieser Smars. Oh, die haben beide einen hohen Ping. Alle, oh wait, alle Lobby haben einen hohen Ping, nur ich nicht. Was ist das denn? Okay, ich habe auch einen hohen Ping. Ist der Server gestorben? Was ist geschehen? Okay, wir haben es geschenkt. Okay, Sieg. Egal, er gibt 18.000 Punkte. Das heißt, ich kann gleich hier was Großes öffnen. Er schreibt mir jetzt auch, dass ich der Einzige war mit normalen Ping. Also das war bei allen wohl so. Ich weiß nicht, warum Dark so verwirrt ist. Das ist relativ offensichtlich. Komisch, dass zwei von den Gegnern gar keinen Banner haben. Okay, Viertelfinale. Wenn wir das gewinnen, sind wir sogar im Halbfinale. Sogar in sehr schneller Geschwindigkeit. Bisschen Speed war nicht unterwegs. Das wäre gut. Also Halbfinale, gibt gute Punkte. Ist von der Spannung nicht schlecht. Die Gegner wirken kompetent. Ja, cool. Wie man nach 11 Sekunden schon sehen kann, dass die Gegner ein bisschen was können. Ganz ehrlich, mein Touch war nicht gut. So. Digga, der ist jetzt so darauf konzentriert, hier irgendwie zu sehen, welche Runde es sein soll. Es ist das dumme Viertelfinale. Spiel einfach ganz normal. Es regt mich. Zu Beginn ist er mich schon aufgeregt, weil er einfach nicht checkt. Ja, unser Team ist. Die sind cooked. Die haben komplett aufgehört zu spielen. Es ist komplett cooked. Digga, hör, spiel einfach! Mit Original schon 3 Tore kassiert, weil der einen Kaffeekranz hier halten will. In 30 Sekunden. Der hat mehr Inputs auf seine Tastatur zum Schreiben gemacht, als er spielerisch gemacht hat. Ich meine, wir können gefühlt, würde ich sagen, jeden schlagen in diesem Turnier. Aber mit einer Hypothek von 3-0 zu beginnen, ist halt scheiße. Gegen Gegner, wo ich auch der Meinung bin, dass die ganz gut sind. Ist halt ein scheiß Start. Und halt komplett vermeidbar, wenn der halt nicht am Anfang einen halben... Oh, scheiß Safe. Digga, scheiß Safe. 2 weggerammt. Nochmal gestört. Let's go. Das ist halt ein Assist, der keine Punkte gibt. Go, 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 go. Go, 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 go. Dark, geh! Au, oh, kriegen wir ein Tor geschenkt? Let's go. Hätte ich auch gegen Team mit Kategorisation, um dann im Weg zu stehen. Gut. Geht der? Der geht. Ein Tor noch. Ein Tor noch in den 30. Das ist möglich. Es ist krass, wie Smarsi einfach gar nichts mehr macht. Zumindest punktetechnisch. Nice. Ball von Wiener gekriegt. Wir haben Tor ist weg. Schade. Nicht gekriegt. Dark, sei der Held. Oh mein Gott. Der war nicht schlechter Schuss. Nochmal oben gegen. Unruhe stiften. Oh, knapp, 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 knapp. Come on. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Halt noch, halt noch. Ja, ey, gutes Turnier. Gutes Turnier. Legitim in den ersten 30 Sekunden das Game weggeworfen. Es ist ein Anzeigefehler gewesen. Es ist Viertelfinale gewesen. So, so ärgerlich. Es war halt so gewinnbar, meiner Meinung nach, das Turnier, ne? Öffne mal einen Ulster-Pokal. Oh, okay, Reifen. Ich öffne mal lieber die kleinen. Ja, gut. Krieg ich die nochmal? Ne, eine Ente. Eine Ente. Kacke. Okay. Aber ich habe jetzt die Reifen hier zweimal gekriegt. Ist okay. Gut. Ich würde sagen, fürs erste Turnier war es nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist es weiter mein Take. In den ersten 30 Sekunden haben wir einfach das Spiel verloren. Kurzes Update übrigens auch mal. Ich bin aktuell in Champion 1 Liga 2. Ich habe ja gesagt, zum Ende der Woche bin ich hoch Champion 2. Ja, und fürs erste Turnier, dafür es ein Champion-Turnier war und kein Diamond-Turnier, war das so anständig. War in Ordnung. Die mir hat komplett Open Net nicht gemacht, aber ist okay. Ist fein, ist fein, ist fein. Ich bin immerhin jetzt eingespielt, hat auch Vorteile. Aber ich muss sagen, das Turnier generell hat mir schon Spaß gemacht. Oh, hab ich noch einen Flip? Oh, hätte ich noch einen Flip gekriegt, wäre es ein Tor gewesen. Es ist meine Schuld, ist meine Schuld. Oh, nice. Open Net Nummer 2, was mein Team nicht gemacht hat. Kommt der Pass an? Kam an. Gut, gut.
Bro. Ich habe eine Regel Nummer 1 mit meinem eigenen Teammate gehabt und ich habe die aufgelöst. Er macht kein Problem. Aber guck mal, Little Boys. Erstmal weirder Name. Zweitens, wieso machst du kein Problem? Du hast das doch scheiße gemacht. Du musst nach außen rotieren in der Situation. Nicht nach... Der ist gut. Du machst Gefahr. Teammate hat eine Rotation. Teammate, wo bist du denn? Ich fand mich nicht scheiße in diesem Game. War ein Fehler, hier noch das Game zu machen. Ich denke mal, Respektar. Ich denke, der hat denen gesagt, dass die keinen Respekt haben. Education. Ich glaube, der hat die dumm genannt und respektlos. Aber hier kurz einmal im Shop, um es mal zu zeigen. Die Avatar-Gegenstände. Die zeige ich auch nochmal ausführlich. Weil der Skin hier sieht cool aus. Der Skin hier, ja, ist halt für Merc, juckt mich nicht. Der Skin hier sieht cool aus, ist aber halt für den Dummes, juckt mich nicht. Der Skin hier, für den Wagen, nämlich auch nicht juckt. Juckt mich auch nicht. Hier ein Boost. Ist okay, aber hier, der sieht cool aus. Dann würde ich mir wahrscheinlich nur hier das für 3 Euro holen. Aber das machen wir dann ein andermal. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you.